Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holzwerken TV. Wir sind heute zu Gast im Allgäu in der Werkstatt von Charles Biersfort, einem Tischler, der sehr elaborierte und wunderschöne Möbel macht. Hallo Charles. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie da, dass Sie hier sind. Ja, wir sind sehr gerne hier mit Holzwerken. Charles, du machst wunderschöne Möbel. Was ist für dich das Wichtigste beim Möbelbau, wenn du ein Möbelstück angehst? Für mich persönlich, das geht wirklich über das Holz. Wirklich diese Holz wahrzunehmen, ja, und aus dem Holz was wirklich Schönes zu machen. Weißt du, das ist ein ganz besonderes Material. Das hat so einen Wert, wenn man überlegt, ein Baum wächst, kann 100 Jahre, 150 Jahre sein. Was ist alles da drin gespeichert? Das ist nicht nur diese Oberfläche, das ist nicht nur die Struktur. Aber danach wollte ich dich gerade fragen, was ist für dich das Besondere an der Struktur und an der Oberfläche? Aha, dann weißt du, ich bin total, weißt du, begeistert mit der Oberfläche. Das sind unterschiedliche Stufen. Und für mich eine Fläche nur von Hand, eine scharfe Hobel gehobelt, ist unglaublich. Mhm. Ich vermute mal, du hältst vom Schleifen dann auch nicht sonderlich viel, oder? Was ist der Unterschied zwischen einer gut geschliffenen Fläche und einer gut gehobelten Fläche? Ich kann ein Vorbild zeigen. Das geht über Orgelbauer. Ja? Ich hatte einen Freund und ich habe darüber geredet. Und er sagt, weißt du, Charles, dieser Innenteil von der Orgel, wo das Luft kommt rein, man darf das nicht schleifen. Und ich sage, warum? Und ich sage, guck mal, wenn man das schleift, man hat kleine Risse. Die Poren und das Faser sind gerissen. Wenn das Luft kommt rein, das stoßt gegen diese ganz feinen Haare und ist stumpf. Und für mich, das ist wirklich spiegelt meine Arbeit. Weißt du, wenn ich habe eine Schnitten, ich habe keine Risse. Man kann das vielleicht noch feiner schleifen von Gefühl. Aber das ist nicht eine geschnittene Fläche. Wenn man kommt mit Licht dran, ist ganz anders. Mhm. Charles, wie schleifst du deine Hobeleisen eigentlich? Nass oder trocken? Was ist deine Vorliebe? Ich bin dran gewöhnt auf nass, mit diesem japanischen Wasserstein. Aber ich guck mal, dass meine Fläche, was ich benutze zum Schleifen, sind immer wirklich plan und in alle Richtungen. Also ganz wichtig ist, dass man die Steine, bevor man damit beginnt zu arbeiten, selber noch einmal abzieht. Genau, ja. Sehr wichtig. Ah, ja. Es braucht natürlich jede Menge Vorarbeit, um eine wunderbar spiegelglatte Holzoberfläche hinzubekommen. Charles, was investierst du für Zeit, um deine Hobel so hinzubekommen, dass sie das schaffen, und wie schaffst du das überhaupt? Okay, ich habe eine Reihe Messer, das ich dann einfach austauschen. So, das bedeutet, wenn ich fange an, ich gucke mal, all meine Messer sind geschliffen. Ich nehme die japanische Wasserstein, fängt an 800, 1200, 4000 und 8000 Kern. Und ich gehe ganz durch die Reihe. Mhm. Wenn sie sind wirklich scharf, dann kann ich weiterarbeiten. Aber ich muss wirklich auf dieses Scharfwerkzeug umgehen. Ich bin total abhängig auf dieser Messer. Sie sind wirklich scharf. Wenn man probiert, Birke zum Hobeln, wenn es nicht wirklich scharf, das reißt aus sofort. Ich glaube, alle haben dieses Erlebnis. Charles, du wohnst hier im wunderschönen Allgäu, hast aber einen bewegten Lebenslauf schon hinter dir. Du bist in Kenia geboren, glaube ich, in Südafrika zur Schule gegangen, im Internat gewesen, in Großbritannien hast du gearbeitet. Und jetzt bist du hier im Allgäu und machst wunderschöne Möbel. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist? Das Schicksal ist immer eine sehr spannende Sache. Ich bin sehr dankbar, ich bin in Afrika aufgewachsen. Sehr spannend. Irgendwann bin ich mit Holz total gebissen und einfach meine Laufbahn ab diesem Punkt ist von Holz geprägt. Ich bin in Irland gelandet, aber bevor ich bin in Irland, bin ich für ein Jahr bei Cranoff, die College of Redwoods, ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Und jetzt, ich habe meine Frau Zufall in Irland getroffen. Mhm. Sie wird Deutsch, spielt auch eine Rolle dazu, und sie wohnt kommt aus Wangen im Allgäu. Gleich hier um die Ecke sozusagen. Genau. Ah ja. An einem Punkt, sie würde weiterarbeiten als Erzieherin, und dann ich habe gesagt, okay, ich bin neugierig, wie ist das in Deutschland?
und ich bin einfach hinterhergekommen und sehr schön gelandet. Charles, ich danke dir herzlich, dass wir hier sein durften und ich verabschiede mich von unseren Zuschauern bei Holzwerken TV und hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder dabei.